somit ein herzliches Willkommen bei Kuhmann Let's Play und Horizon Zero Dawn. Ja, wir fangen mit den Karten an. Eine kurze Erklärung von dieser Folge auf die letzte. Oder umgekehrt, kann man natürlich besser sagen. Von der letzten Folge auf die bin ich, wie gesagt, Fernund nachgereist. Und der Fernund, das ist der, der uns im Hinterhalt gelockt hat. Und ich glaube, den finden wir jetzt gerade. Und den stellen wir an die Wand. Oh nein! Wo ist er? Lasst mich rein! Feuer und Spucke! Lasst mich rein! Die Fremde musste kommen, um unseren Prinzen zu retten. Ich bin dankbar. Und du Chef. Was ist denn da? Ah, da. Ach, so. Der Deal ist geplatzt. Oh, du. Wie wär's mit einem neuen Deal? Schneid mir den Finger ab. Oder meine Hand. Den linken Arm. Mein letztes Angebot. Ja, was wollen wir sagen? Ich glaube, das langt nicht. Gliedmaßen reichen nicht. Willst du etwa hier? Vor allen Leuten? Niemand wird versuchen, mich aufzuhalten. Du hast die Männer in den Tod geführt, weißt du noch? Sie waren böse. Es war eine gute Tat. Deine. Es war deine Tat. Es wird auch bestimmt nicht wieder vorkommen. Ich verlasse mich drauf. Verstanden. Du wirst nie wieder irgendwas von uns hören. Besser wär's. So, somit hätten wir die nächste Quest abgeschlagen. Und in dem Sinn, wie die Karte immer leerer und leerer. Und jetzt haben wir da eine Schatzkiste bekommen, gehen wir ganz kurz schauen. Im Augenblick nehmen wir so wie alles ein bisschen entgegen. Gut. Nicht schlecht. Also, jetzt sind wir einfach da und ich habe gesagt, oder ich habe gedacht sogar, dass wir nochmal dahinter gehen. Ich würde sagen, jetzt schlagen wir da mal ein Fanli. Dann schauen wir mal, in Meridian haben wir glaube ich alles abgeschlossen, was wir können. Endlich kann ich mal kurz die Beine auf. So, meine Lieben. Ihr habt es gehört in der letzten Folge, in der letzten Aufnahme. Vielleicht habt ihr es auch mitbekommen auf Facebook. Ja, dank dem lässigen Hersteller von meinem Betriebssystem, das ich hier lokal habe, haben wir ein bisschen Problematik gehabt, dass entsprechend ja, alle Akustiktreiber sind zu Sau gegangen wegen einem Update etc. Ich habe fast einen 24-Stunden-Einsatz gehabt, Vollgas gegeben, damit ich für euch entsprechend da wieder parat bin zum Aufnehmen. Ja, und nach langem Hin und Her, System neu aufsetzen, Kabel machen, alles verbessern, testen und so weiter, sind wir jetzt am Montagmorgen so weit, dass wir können sagen, hey, ab jetzt tönt es wieder gut, ab jetzt sind wir wieder dabei, bei Kuhnmann Let's Plays mit der Eloy. Ja, und was haben wir machen wollen, hier in diesem schönen Land? In der Nähe hat es eine verdorbene Zone, und zwar genau da hinten unten. Und dort gehen wir jetzt mal her und schauen. Mit der Eloy. Er ist wieder bei seinem Bruder im Palast. So. Ich bin auf dem Markt auf einer Frucht ausgerutscht. Die Kinder haben sich kaputt gemacht. Gut. Hat sich da noch ein Händler? Oder wie sieht das aus so mit dem Material, das wir so ein bisschen brauchen da? Lohe 14 haben wir nicht mehr so viel. Draht und so Zeug hätten wir eigentlich genug. Aber ein Händler. Ich brauche einen Händler. Und zwar müsste der da hinten sein. Der unseren Sonnenkönig töten wollte? Verräter! Der ganze Stamm, alle von ihnen! Ja, ja, und die sind immer am Fluchen über Karjas, Osseram und Schattenkarjas. Von dem her. Hoffen wir, dass irgendwann der Krieg mal vorbei ist. Genau. Hey, und ich hoffe, es gefällt dir ja akustisch. Ich hoffe, es gefällt dir visuell.
dass ich da alles ein bisschen verbessert und aufgebaut habe von dem her. Und ja, ich wünsche mir einfach, dass nie mehr so etwas passiert. Ich habe jetzt aber auch ein, zwei Tricks gemacht, damit so etwas ja, bei der nächsten Situation umgehen werden kann. So. Und dann wäre da unten die verdorbene Zone, wenn ich das richtig sehe. He? Und ihr seid mit dabei, herzlich willkommen. Wenn es mal ums Aufräumen geht. Wir haben noch zwei verbotene Zonen, dann sind wir durch. Oh, schön. Also wir haben ein paar Chicks, drei Chicks und zwei Trampler. Interessant. Sprengsätze hätten wir noch müssen kaufen. He? Nichtsdestotrotz. Sehr interessant. Der Weitwurf. So, hopp, 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 hopp. Bam. Ui. Ich dachte, ich schaue mal gegen Kinder, nicht, dass die auf einmal um eine Ecke kommen. Haha. So. Ist doch schön gewesen, oder? Sehr interessant, he? Die Viecher. Also gut, jetzt sind sie ein bisschen weit weg, jetzt würde ich mal sagen. Gehen wir ein bisschen um eine Ecke da und ein bisschen näher her. Können wir da rauf? Nein, können wir nicht. Gut. Wow, hey, und ich sage so, wie erleichtert bin ich, dass ich da wieder aufnehmen kann. Dass ich da wieder produzieren kann für euch. Ich habe schon gemeint, hey, jetzt gibt es eine Woche lang keine Videos mehr wegen meinen Problemen, die ich da hatte. Da muss man auch mal einen Dank sagen an meine Frau, die da immer so viel Geduld hat für mich. So gut, so gut. Von oben runter ist immer geil. Ich sag's auch, das ist der beste Platz am See. Ich hab noch andere Munition. Sehr gut, und jetzt schauen wir mal, wie ihr mächtig. Wie mächtig so ein Viel ist. Ich glaube, die sind mächtiger. Das Gras drauf ist auch cool. Minus eins. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann würde ich doch behaupten, machen wir den nächsten. Jemand da wäre nicht schlecht. Genau, 111. Na mal, komm. So. Ja, und ihr wisst, ich bin da immer ein bisschen auf der vorsichtigeren Seite und darum schiessen wir die Viecher von oben runter. Wir
Minus 1. Ah, keine Munition, gut, da können wir etwas machen dagegen. Minus 1. Gut, komm. Ah, gut. Schnell nachsetzen. Ah, gut. Nochmal, komm. Dort und 111 da. Und nochmal komm. Nein. Ist ja aber gut ausgewichen, der Tramper da unten. Bam! So. Die anderen setzen wir noch einen. Dort hinten. Meinst du, kriegen wir das so? Ah. Mal schauen. Nein. So, sehr gut. Komm. Sehr gut. Ein bisschen einen blöden Absturz gehabt da gerade während während der Jagdsession. Aber hey, sehr gut gemacht, sehr gut gemacht. Ja, jetzt hätten wir da natürlich die zweitletzte für Dark Zone, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ne? Ein bisschen Zünder, können wir alles brauchen. Das wird mir unterwegs auch sicher weiterhelfen. Gell, Eloy? Ja, und irgendwie muss ich sagen, ich bin schon langsam ein bisschen traurig, weil ich habe so ein bisschen Tendenz zum Gespüren, dass das da jetzt dann alles könnte gewesen sein. Ein paar verdorbene Zonen an und dann vielleicht Endstory noch fertig machen. Ja, und dann habe ich das Gefühl, ist das dann schon bald gewesen von Horizon Zero Dawn. Klar könnte man jetzt sagen, hey, es sind über 130 Folgen. Von dem her eigentlich genug, aber es ist einfach herrlich da, sich in dieser Welt zu bewegen. Wirklich, wirklich herrlich in dieser Welt. Könnte nützlich sein, aber ganz schön bitter. Ja, und ich glaube, jetzt haben wir da eigentlich alles abgeräumt, alles gelootet. Von dem her müssen wir jetzt sagen, schön gewesen. Gehen wir weiter. So, hey und bitte, das ist wirklich ernsthafte Bitte, wenn ihr das so mitbekommt, mit dem Wechsel vom letzten Setup auf das Setup, geben wir bitte kurzes Feedback, ob das akustisch für euch genauso gut ist wie vorher und ob das genauso gut ist zum Zulassen, von dem her. Es ist immer ein bisschen, ja, so ein bisschen der kritische Moment, wenn man sagt, hey, neues Setup, haben wir alles richtig eingerichtet, tönt es gut, ist es nicht zu laut oder zu leise? Da wäre ich auch sehr froh. So, und wo haben wir jetzt das Lager für? Das haben wir. Da unten hätten wir noch eins, das wir noch nicht haben. Dann müssen wir aber allerdings an den Dings vorbei da. An der
Dein Hals da, oder Breitkopf. Schulterholz, wie heisst es? Ach, ist doch gleich. So, und da haben wir noch ein kleines Dörfli. Wie viele Schritte sind denn das? Ah, ein Turm. Interessant. Was ist echt das für ein Turm? Interessant. Sind wir da schon mal gewesen? Ja, speichern. Klettern können wir auch nicht. Ein Turm einfach so irgendwo und da ist einfach nichts. Irgendwo. Ah. Komisch. Ja, nu? Nicht in den Turm kannst du brauchen. Gut, dann haben wir gesehen, da hinten hat es noch eine weitere verdorbene Zone gehabt. Ein 34er. Die hat es relativ in sich. Und ich glaube, wir gehen da hinten. Und pirschen uns da langsam über die Berge an. Hä? Was meint ihr? Gut. Wow, so, und jetzt muss ich mal einen Kaffee haben da. Aus der Büchse natürlich. Und ich bin happy. Ich bin wirklich happy, dass das da wieder läuft. Am Montagmorgen um 7:30 ist schon wieder am Aufnehmen. Perfekt. Perfekt. Willkommen in Horizon Zero Dawn. Willkommen bei Kuma und Let's Play. Hey, und wenn es dir gefällt, weiter sagen, Abo dalassen, liken, kommentieren. Ihr seid herzlich eingeladen. Und ja, also, ich finde es auch schön, sind ihr da. Gut. Da hinten haben wir ja den Dings gehabt, den Anti-Killer. Tonnenkiefer für die Medizin vom kleinen Bub. So, und ich würde sagen, auch die nächste verdorbene Zone, die wir jetzt hier angehen, die machen wir auch von oben runter. Weil das macht einfach Sinn. So, und die wäre da hinten. Das sind auch spezielle Berge da irgendwie. Oh. Auch wieder eine sehr spezielle Gegend, so wüstenmässig mit irgendwelchen ausgewaschenen Steinen, ähnlich wie. Wie heisst das, glaube ich, in der Türkei gibt es auch so eine Region, ha? Das sind die normalen Trampler. So, da so ein bisschen. Sehr gut. Mhm.
So, zuerst mal breit, Breitkopf, Breithaus. Und der Behemoth, komm. Komm, nochmal. Uiuiui, da lassen wir wieder los durch, hey. Na, komm. Ei. Entschuldigung. Aha, ihr Kollegen sind auch noch da, hä? Du bist mir jetzt aber ein bisschen hure nach da hinten. Mein Kollege. Wenn diese Maschine anfällt, kann sie alles wieder was in den Weg kommen. Darum heißt sie Trampler. Bestimmt, Aloy. Komm. Ciao. Also eine, hä? So, nochmal ein bisschen Lohe da. Gut. Nicht schlecht. Langsam aber sicher können wir gut Fische, hä? Kurz flüchten. Komm, alles reinladen. Komm, friss. Und nochmal.
So, und fertig ist sie. Gut, das gleiche Spiel machen wir jetzt nochmal. Sehr gut, nochmal ein bisschen Granaten. Nochmal eine. Bam. So. Yes. Sehr gut gemacht, sehr, sehr gut gemacht. So viel zum Thema leichtes Gepäck. Stufe 48, ein Fertigkeitspunkt, voll gut. Und dann müssen wir da mal schauen, was haben wir denn da noch zum Ablegen? Modifikationen. Handhabung 50, 49, sehr selten, 41, dann tun wir das nochmal weg. So haben wir da einen Zünder, das ist auch gut. Was haben wir denn da rein bitte? Schockschutzgewebe, Einspule, ja, nehmen wir mal mit. Und da hätten wir gut. Für mich. Danke. Da haben wir schon ausgeräumt. Ja, und jetzt glaube ich aber wirklich, dass wir langsam aber sicher alle Verdorbungszonen haben. Jetzt schauen wir das gerade mal an mit dem Filter. Was mit dem Filter haben wir gesagt? Also jetzt machen wir zack, 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 zack. Das Lämmer, das weg, 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 weg. Zurück. Und wir sehen. Alle verdorbenen Zonen sind erledigt. Sehr gut. Jetzt können wir aber gerade nochmal schauen. Lagerfeuer haben wir noch nicht alle. Neu inaktiv vielleicht mal noch anschauen. Was haben wir da? Was ist das? Jagen für die Loge, Grosslaufgebiet, Taltreffjagdgebiet, Nora-Jagdgebiet, das ist einfach gut. Das heisst, es ist auch gut. Brutstätten haben wir eh schon alle. Sammelobjekt auch, Siedlungen, alte Ruinen. Ja, meine Damen und Herren, ich will mal behaupten, wir gehen das mal da führen. Schnappen uns das Feuerli. In 181 Schritt. Und dann. Dann würden wir uns langsam auf den Weg machen Richtung Meridian. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Das stimmt. Auf dem Weg Richtung Meridian, damit man dann dort wirklich kann entsprechend mit dem Avad nochmal reden. Dann langsam mal vorbereiten. Der ist echt sauer. Sau.
gut. Wow, das war nicht nett, finde ich. Und hier sind wir auch noch nie gewesen. Hätten wir eigentlich mal in die andere Richtung säckeln. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, wir fliegen jetzt miteinander mit dem Hoch-Express-Taxi auf Meridian. In der Zwischenzeit machst du eine Pause von 24 Stunden vom Schauen. Ja, und dann? Dann gehen wir mal schauen, was da erwartet zu der Situation vom Land. Danke, bist du dabei gewesen und sorry nochmal für die technische Unterbrechung. Bei Kuhlmann Let's Plays. Danke fürs dabei sein und bis morgen. Ciao.